seine Nebeneinkünfte, BlackRock und dergleichen. Ich habe nichts dagegen, dass Friedrich Merz noch was werden will, aber muss es unbedingt Kanzler sein? Es gibt doch so schöne Berufe, Sparkassenchef im Sauerland, das ist doch auch ganz nett, oder? Der Jens, der hält sich jetzt wieder zurück. Den Jens kann man ja am meisten auf die Palme bringen, wenn man zu ihm sagt, Sie sind ja noch so jung, Sie haben doch noch so viel Zeit. Das ist das, was er überhaupt nicht hören kann, ja? Der hat ja im Januar, um einen Zugriff auf unsere Organe zu bekommen, wollte er uns ja alle zur Organabgabe verpflichten, unser Gesundheitsminister. Das wäre ein Steinbruch gewesen, liebe Gemeinde, für die Versorgung. Hat leider nicht funktioniert. Organspende geht auch weiterhin nur mit Zustimmung des Spenders. Das ist schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Hirntod ist doch eine klare Sache, oder? Hat man 1968 so festgelegt. Da werden Elektroden auf die Kopfhaut geklebt und wenn man denkt, da funkt's oder bratzelt. Und wenn nicht, dann eben nicht. Wobei gerade intelligente Hirne zeichnen sich durch wenig Aktivität aus. Je weniger oben los ist, desto mehr Leistung. Der Arzt sagt, das Hirn ist hin, dabei ist ein Genie auf Standby. Ärzte berichten inzwischen von Herzhirn, von Darmhirn. Scheinbar können diese Organe auch Informationen empfangen, weitergeben, eine andere Bewusstseinsebene. Manche Ärzte sagen, dass Hirntod überhaupt nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann. Ehemals Hirntote laufen wieder gesund herum, weil Angehörige hartnäckig waren. Hirntote Schwangere haben schon Kinder ausgetragen. Hirntote Männer haben Erektionen. Ja gut, aber was hat die Erektion mit dem Hirn zu tun? Verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Kurzum, liebe Gemeinde, Hirntoddiagnostik ist nicht etwa unsicher, höchstens ein bisschen fehlerbehaftet. Habt Vertrauen. Bitte, wenn der das Organ noch hat, nicht zum Spender wird, das ist doch eine idiotische Verschwendung. 80% der Deutschen stehen der Organspende positiv gegenüber. Also wenn es um die Organe der anderen geht. Und täglich sterben 3 Menschen, weil es kein Organ für sie gibt. Das ist doch furchtbar. Aber sterben sie nicht an etwas anderem? Weil sie krank sind und die Medizin die Heilung nicht mehr schafft in dem Organ, was sie jetzt dringend neu brauchen. In Spanien, das ist wichtig für den Urlaub, in Spanien bist du übrigens schon Spender nach Herztod. Ja, das hat zu einer erstaunlichen Zunahme von Spenderorganen geführt. Herzstillstand ist schnell diagnostiziert. Sehr schnell. 2 Ärzte, 1 Stethoskop. Hörst du noch was? Ich höre nichts mehr. Macht man auf, oder? Ui, guck mal, die Pumpe arbeitet ja noch. Oder wieder? Na, ist ja egal. Dem Herz kannst du wurscht sein, welche Hülle es pocht. Bei uns sind Organe von Unfallopfern immer noch die beste und leider einzige Quelle. Was heißt das? Tempolimit kann sich die deutsche Medizin einfach nicht leisten. Das war clever geplant von Jens Spahn. Ja, also der nicht informierte Mensch wäre automatisch zum Ersatzteillager geworden. Wer zu naiv ist, sich zu wehren, wird ausgeschlachtet. Ist aber anders, lieber Jens. Jeder Mensch hat das Recht, sich nicht entscheiden zu wollen. Mein Selbstbestimmungsrecht beginnt schon bei der Frage, ob ich überhaupt entscheiden will. Ich sage, liebe Gemeinde, lebt eure Organe voll aus. Lebt sie voll aus, dass der Arzt schon auf den ersten Blick erkennt, ja, spinnst du, was ist denn das? Den machen wir gar nicht erst auf. Auch ihr habt euch bestimmt in die Frage gestellt, waren die Menschen früher nicht glücklicher? Ohne unsere modernen Krankheiten. Antwort, die hatten die auch, wussten aber nichts davon. Den Ötzi hat man lange untersucht, jetzt weiß man alles, er ist erforscht. Medizinisch ein hoffnungsloser Fall. Der hatte Gefäßverkalkung, Infarktrisiko, verschleppte Borreliose, hat er nicht behandeln lassen, muss man sich vorstellen. Bandscheibenverschleiß, Gallensteine, Karies. In einem klugen Artikel in der Süddeutschen stand, dem Ötzi ist durch seinen gewaltsamen Tod einiges erspart geblieben. Ich könnte mir vorstellen, er wäre gern gestorben an dem, was er hatte. Nicht durch einen Pfeil. Ein Pfeil durchtrennte seine Hauptschlagader. Schläge auf den Schädel waren ebenfalls tödlich. Ebenfalls? Ötzi ist 45 Jahre alt geworden. Man möchte nicht mit ihm tauschen. Oh ja, dies ist gewisslich wahr. Oh ja, dies ist gewisslich wahr. Danke. Wem wird schon gern mit 45 der Schädel eingeschlagen, liebe Gemeinde? Zitat, Ötzi hatte großes Pech, was seine genetische Veranlagung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen anbelangt. Doch angesichts seines gewaltsamen Todes hatte das keine Auswirkungen. Oh ja, dies ist gewisslich wahr. Wahr ist auch dieses, durch die hereinbrechende Nacht konnte der Tag sich nicht mehr lange halten.
Aber was machen wir jetzt gegen den chinesischen Virus? Ja? Was wird da? Hände waschen. Ich höre immer nur Hände waschen. Hände waschen und in die Armbeuge niesen. Ich habe ja früher fälschlicherweise ins Taschentuch, das war falsch. Woran erkennt man den Vorbeuger, den korrekten Vorbeuger, am Rotz in der Armbeuge, liebe Gemeinde? Und wenn man gar nicht niesen muss, dann besorgt er einen Schnupftabak, aber sofort nach dem Kauf Hände waschen. Und nach dem Abtrocknen am feuchten Handtuch, ich würde empfehlen, Hände waschen. Oder vielleicht mal Homöopathie versuchen. Ein schweres Wort, findet ihr nicht auch? Homöopathie, so wie irgendwie fluoreszierend. Homöopathie. Da haben ja die, das war ja witzig, die Grünen haben sich gedrückt. Ja, eine Entscheidung zu fällen, was Homöopathie bedeutet, ob man, ja, ob man die als Kassenleistung weiterlaufen lassen kann oder ob man das eher fallen lassen sollte. Die haben sich um die Antwort gedrückt, weil egal wie die Antwort ausgefallen wäre, es hätte viele grüne Wähler verschreckt und empört. Es sei denn, ihr nehmt die Antwort des Predigers. Abgezählt im Krügelchen gibst du dir die Kügelchen, sind im Munde kaum zu merken, auf der Zunge Leichtgewicht. Sei verwundert, wenn sie wirken, aber auch, wenn nicht. Ich sage, liebe Gemeinde, das Wunder zulassen. Homöopathie heißt Potenzieren von Urtinkturen. Und das heißt verdünnen. Je verdünnter, desto wirk. Glaub's. C4-Potenz bedeutet, ein Teelöffel Wirkstoff ins Schwimmbad kippen, gut umrühren und das Wasser in Fläschchen füllen. Bei C7-Potenz ist es schon der Starnberger See. Bei C9 ist es die Ostsee. Und bei C30 musst du mit einem Teelöffel zum Verdünnen ins All. Einer hat geschrieben, da könnte man doch auch Münzen mit Wasser abspülen, das Wasser in der hohlen Hand auffangen und damit in der Apotheke Globuli bezahlen. Keine schlechte Idee, keine schlechte Idee. Nur das Wasser nicht mit den Globuli in Verbindung bringen, sonst hast du nur noch Zuckerwasser. Friss Globuli, bis sie dir aus den Ohren rieseln. Aber als Kassenleistung? Ja, ein Effekt ist nachweisbar. Homöopathie macht 10% des Umsatzes der Apotheken aus. Das wirkt. Ja, das ist gewisslich wahr. Ja, das ist gewisslich wahr. Also, geht doch. Natürlich Kassenleistung. Lasst uns fröhlich finanzieren, potenzierte Urtinkturen, aber auch Feenstaub und Mondwasser als Kassenleistung. Und die Pilgerreise nach Lourdes. Brauchst du noch einen Doktor, der sie dir verschreibt. Trotzdem wissen wir noch nicht, was wir gegen das Virus tun sollen. Ich denke, wir haben so viele weise alte Heiler, liebe Gemeinde. Das vergessen wir oft. Hildegard von Bingen, bei zu viel Schleim, erwärmter Wein über einen Smaragd gießen. Aus dem Wein wird mit Bohnenmehl ein Brei bereitet, den man häufig essen muss. Und muss der Wein häufig getrunken werden. Dadurch wird der Schleim gemildert. Fieber, ein reiner Wein in ein Tongefäß hinein, da wird der Hyazinth eingetaucht und ein glühender Stahl dazu. Davon 4 Tage lang auf nüchternen Magen trinken, man wird geheilt. Nasenbluten, man erwärme Wein und erlege in den warmen Wein einen Karneol. Das war eine Glühweintherapeutin. Hier habe ich was für Antialkoholiker. Achat, Achat vor dem Zubettgehen in Kreuzform durch das Haus getragen. Vertreibt wen? Diebe natürlich, Diebe. Bei Hauterkrankungen Maiglöckchen auf nüchternen Magen essen. Ihr müsst natürlich gut kauen. Herrgott, doch wohl klar. Zum Abschluss des ersten Teils meiner Predigt, liebe Gemeinde, möchte ich euch ein lyrisches Meisterwerk präsentieren. Zufällig habe ich es geschrieben. Es handelt sich jetzt nicht um einen kleinen Teil eines Menschenlebens, sondern um die ganze Spanne, von jung bis alt. Hört zu. Mancher mit 20 fühlt sich schon ranzig. Drohen die 30, wird ihm leicht schweißig. Aber man irrt sich, weil so ab 40 löst das in Luft sich auf, dann bis 50. Langsam leicht ächzig wirst du ab 60. Was denkst du, 80? Niemals, ich schaff's nicht. Einer vertippt sich, schätzt dich auf 70, macht so zum Freund sich, denn du bist 90. Während man ab 100 sich nur noch